Ich habe als Kind, habe ich das mal ausprobiert, Reiten, und das hat nicht so gut funktioniert. Deswegen war das sozusagen ein Neuanfang. Das übernehme ich. Eure Hoheit, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Also ich war schon nervös. Ich hatte Angst, dass ich mich richtig peinlich anstelle. Aber es hat super gut funktioniert und ich habe jetzt auch für mich irgendwie sowas wie ein neues Hobby gefunden. Bist du auf eine Jagd? Also ich habe mehrere Spielpferde und die kriege ich eigentlich auch vorher immer, damit ich die schon mal ein bisschen reiten kann. Also wir machen sowas wie eine Reitstunde vorher. Also heute drehen wir vieles auf dem Pferdedummy, also ein nicht echtes Pferd, das vom Auto gezogen wird. Und das ist insofern wichtig, weil ja auch auf dem Pferd viel gespielt werden soll. Und das Pferdedummy ist dann sozusagen auf so einem Anhänger drauf und dann kann dann auch die Kamera mit drauf und dann können unsere Reaktionen besser gefilmt werden. Also es gibt natürlich auch Situationen, in denen wir wirklich reiten. Das ist dann aber eher, wenn man uns als Ganzes sehen soll. Also wenn man die ganze Person Sissi auf dem Pferd sehen soll. Und wenn es mal wirklich gefährlich wird und wir ganz schnell reiten sollen, dann haben wir hier einen super Menschen am Set und die würde ich euch gerne mal vorstellen. Ein Sissi-Double Kaya. Und eigentlich immer dann, wenn es pferdetechnisch so ein bisschen wilder wird. Machst du schon viel selber, sehr viel sogar, also super Talent schon im Reiten, auf jeden Fall. Aber aus versicherungstechnischen Gründen darfst du nicht alles machen, deswegen, wenn es irgendwie in schnellere Gangart geht, also schnelleren Trab, Galopp oder sowas, dann springe ich für sie ein. Genau. Und wir fühlen uns auch schon wie Geschwister, weil wir immer gleich angezogen sind. Zwillinge. Wie Zwillinge, ja. So, wir beide drehen jetzt noch ein bisschen, reiten noch ein bisschen und wir wünschen euch viel Spaß bei Sissi.